Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Es ist soweit. Wir starten in das neue Jahrzehnt mit dem Jahr 1910. Dazu möchte ich euch ganz kurz noch ein paar Sachen erzählen, die damals so passiert sind. Und zwar gab es zum Beispiel, wurde damals König George von Großbritannien, der George der V. Und er wurde Kaiser von Indien. Außerdem wurde in Portugal die Monarchie gestürzt und die erste Republik gegründet. In Großbritannien außerdem gab es die Suffragetten, die angefangen haben, für das Frauenwahlrecht zu kämpfen. Und genau am Südpol haben Roald Amundsen und Robert Falcon Scott den Wettlauf zum Südpol gestartet. Das heißt, die Erkundung der Antarktis hat begonnen. Außerdem gab es die Uraufführung der Oper Don Quixote und geboren sind in dieser Zeit auch einige Leute. Wir haben in der Nachbarschaft, falls ihr den Stream schon gesehen habt, haben wir in der Nachbarschaft jetzt auch ein paar bekannte Gesichter und zwar wohnen dort Sigmund Freud und Pablo Picasso, außerdem die Gebrüder Wright, die angefangen haben, das Flugzeitalter einzuläuten sozusagen. Zum Beispiel geboren in den 1910ern ist in 1910 Mutter Teresa, in 1917 John F. Kennedy, in 1918 Nelson Mandela und noch viele mehr. Ja, aber wie ihr vielleicht sehen könnt, wenn ihr den Stream geschaut habt oder das letzte Video, dann habe ich hier noch ein, zwei Sachen verändert, weil ich danach dann doch nochmal schauen wollte wegen den Mäusen. Wir hatten uns da ja unterhalten, sozusagen. Ob man auch Mäuse in die normalen Häuser einziehen lassen kann und das geht leider nicht. Ich habe dann aber irgendwie die Gelegenheit genutzt, beziehungsweise dann nochmal so einen kleinen Anflug bekommen, dass ich noch ein, zwei Sachen mehr haben möchte. Und zwar habe ich hier noch einen Eingang gebaut. Den müssten wir dann auch eigentlich sofort abschließen für jene außer Louis. Dann einen Brunnen natürlich, der ist etwas zugewachsen, aber da muss man natürlich Tiere Wasser holen, Wasser für die Tiere. Und wir haben noch ein paar mehr Tiere bekommen. Ich habe hier so eine kleine Schweineecke eingerichtet, noch ein, zwei Hasen mehr. Und hier vorne ein paar Hühner. Hier hinten ist noch ein kleines Kätzchen, was hier rumläuft. Und das war's für den Außenbereich. Innen habe ich im Stall hier ein kleines Spinnennetz aufgehängt. Nochmal solches Gartenmaterial. Und ich habe noch zwei so Boxen abgetrennt, genau, für die Kuh und eins für ein Pferd, denn ich finde, ein Pferd ist auch noch ganz praktisch, könnte man auch noch haben. Die haben dann jeweils auch noch einen Wassertrog bekommen, sehr improvisiert, aus einem Teppich, und eine kleine Futterbox, wo das Futter ein bisschen daneben liegt, das kann ich eben nochmal kurz, ja, irgendwie da reinlegen. Gut, sieht man die Karotte halt nicht, macht ja nichts. Oder die fliegt da rum. Und bei der Kuh auch, genau, hier noch so ein kleines Heuding. Dann habe ich hier solche Balken reingelegt. Ich weiß nicht, das kann ich auch wieder rausnehmen. Das gefällt mir gerade, glaube ich, eigentlich nicht so gut. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nicht viel verändert. Was hatte ich denn oben? Genau, ich habe oben dann jetzt doch noch das zusätzliche Zimmer dann zu Ruthies eigenem Einzelzimmer umgewandelt, weil wir die Fähigkeiten, Objekte ja eigentlich ganz gut untergebracht haben. Allerdings mache ich das jetzt nochmal ganz spontan, dass ich das Künstlerding hier doch den Mädels gebe, weil das ist ja eigentlich auch für die gedacht. Dann kann das vielleicht doch dahin, das Regal, so. Genau, dann passt es doch eigentlich ganz gut. Ihr hattet ja im Stream vorgeschlagen, dass wir vielleicht hier dann die Fähigkeitenobjekte reintun und ich weiß nicht, ich hatte dann doch irgendwie so das Gefühl, dass Ruthie hier bei den kleinen Mädels doch nicht so ganz gut aufgehoben ist mehr und sie kriegt dann jetzt ihr eigenes Zimmer. So, und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich mich die ganze Zeit nicht rangetraut, jetzt loszuspielen, denn ihr wisst, wie es um Louis steht und ich habe Angst, sobald ich Play drücke, dass er dann sofort stirbt.
Ich müsste eigentlich jetzt erstmal nur alle ins Bett schicken, glaube ich. Ich werde erstmal Aufgaben verteilen, bevor wir dann wirklich loslegen. Es tut mir leid, dass es jetzt schon fast 5 Minuten einnimmt. Aber ich werde jetzt erstmal alle Leute irgendwo hinschicken. William natürlich ins Bett und den Rest dann ja sicherlich auch, genau, auch ins Bett. Dann können die auch schon mal so ihre Betten beanspruchen. Hier muss ich noch mal gucken, was wem gehört. Wie sind denn da so die Charaktere? Ach, ich glaube, das Mädchending, das ist so von Mary Grace, das. Und die ist dann vielleicht eher wieder auch so ein kleiner Rabauke wie ihre Schwester. Du musst eigentlich aufs Klo, das könntest du vielleicht noch mal hier draußen erledigen. Das ist ja doch für Jungs ein bisschen einfacher. So, und jetzt habe ich dann alle ins Bett geschickt. Und sie dürfen das allererste Mal abends um 9 ihr neues Haus betreten. Ich werde jetzt Play drücken und ich habe so Angst um Louis, ganz ehrlich. Aber wir haben das Wichtigste mit ihm erledigt und es geht jetzt los. Okay. So, meine Lieben, dann erkundet mal euer neues Zuhause. Ich bin gespannt. Ah, Moment, ich müsste dann auch hier diese Tür auch noch für Louis abschließen. Louis, geh mal schön weiter, genau. Keine Müdigkeit vorschützen. Genau, hier habe ich auch noch solche Plaketten angebracht. Das hat man ja damals auch bekommen, wenn ein Stall oder ein Bestand an Tieren gesund war. Also, ich müsste eigentlich auch noch hier die Kühe füttern. Kacke. Der Kleine kann das nicht, ne? Nee, shit. Genau, also wenn der Tierarzt die quasi für Tuberkulose frei oder was auch immer erklärt hat und dann hat man hier so eine Plakette bekommen. Und deswegen habe ich die da auch noch aufgehängt. So, Louis, ja, schwierig, weil eigentlich, ich habe auch schon überlegt, also wir müssen da ja sowieso eine Lösung für finden. Wenn Louis jetzt hier, so, du kannst ins Bett, oder? Wunderbar. Dann haben sich auch schon alle eingefunden. Ich finde es sehr spannend. Sehr cool. Hier mal so eine andere Umgebung. Das ist fast, als wären wir in Urlaub gefahren irgendwie. Aber irgendwie halt auch nicht. Da hinten sind unsere Ahnen. Mal gucken, ob die. Oh ja, übrigens, ich freue mich so sehr auf den neuen Patch, der nächste Woche kommt, irgendwann vor dem neuen Add-on. Denn dann werden wir einstellen können, ob unsere Familie geschützt wird von der Löschung. Weil es werden ja immer Familien hinzugefügt, Familien gelöscht, Sims gelöscht. Und man kann seine Familie jetzt davor beschützen und damit verhindern, dass der Stammbaum irgendwann verschwindet. Und ich hoffe, dass wir so lange noch Glück haben und dass uns noch nicht passiert. So, jetzt ist Clara die Einzige, die noch wach ist. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass. So, wisst ihr was? Ich lasse. Das jetzt ausnahmsweise mal Clara machen, weil. So, ich werde jetzt erstmal Clara den Zutritt gestatten, weil wir müssen da sowieso eine Lösung für finden. Und wenn es jetzt Louis halt nicht so gut geht, dann muss sie das zwangsläufig übernehmen. Weil wenn er jetzt, sagen wir mal, er ist 9 oder so, dann kann er nicht hier die Kühe füttern. Das ist dann doch zu viel verlangt. Und. Wenn Louis dann jetzt stirbt und wir nur noch Clara übrig haben, das können wir uns mal überlegen, ob wir dann das dauerhaft Clara machen lassen wollen, diese Aufgabe, oder ob wir dann einen Gärtner einstellen. Ich weiß, der Gärtner sieht jetzt nicht so aus wie, also wie damals. Das wäre ziemlich cool, wenn man seine Garderobe auch ändern könnte. Aber. Wir könnten dann quasi einen Knecht anstellen, der uns hier hilft bei der Gartenarbeit bzw. bei der Stallarbeit. Das wäre so eine Option, die ich eventuell in Betracht ziehen würde. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Oh, die Mädels sind schon wach. Oder nein, die Mädels hatten nur ein kleines Problem. So, dann rede doch mal damit. Nee, nicht geklappt. Das ist ja ärgerlich. Oh, Scheiße, jetzt können die beide nicht mehr schlafen. Gut, dann muss das Clara auch noch erledigen. Da kommt eine Menge auf sie zu, würde ich mal sagen.
Wenn sie dann gleich, also demnächst hier als alleinerziehende Mutter unterwegs ist. Das wird noch was. Du wächst jetzt doch nicht deine Schwester, oder? Oh Gott sei Dank, okay. Nein! Du auch nicht. Hör doch auf. Lass sie doch schlafen. Vielleicht sollte sie ihr Zimmer auch einfach abschließen, dass die Kleinen da gar nicht reinkommen. So, ich hoffe, dass. Hier, dann machen wir das da auch nochmal. Hat sie das jetzt schon? So, ich muss jetzt mal die Wand wieder. So spielen wir doch nochmal rein. Kommen wir auch ein bisschen näher dran. Jetzt hat sie den Vater noch geweckt. Ich fasse es nicht. Lass den mal. Hier, hol dich auf. Warum bist du traurig? Oh. Okay, ich glaube, dann kann Clara jetzt auch ins Bett und die Kleinen schaffen das auch wieder. So. Na komm, jetzt lass ihn doch mal gehen. Och, mein Gott. So, da draußen läuft auch schon einer unserer Nachbarn rum. Keine Ahnung, wer das. Was machst du denn? Du sollst noch weiter schlafen. Und du auch. Zu viel Angst. Warum denn? Na gut, dann. Wenn du das nicht willst, dann mach doch unten ein Nickerchen im Wohnzimmer. Das ist ganz praktisch, weil jetzt haben wir nämlich unglaublich viel Platz hier in dem Wohnzimmer. Das heißt, es kann jemand schlafen und es kann gleichzeitig noch jemand anderes sich ausruhen. Ist das nicht ideal? Ach genau, ich habe hier auch noch Schuhe hinzugefügt. Warum nicht? So. Ja, das ist jetzt dein eigenes Pech, würde ich mal behaupten. Danach kannst du ja vielleicht dann was frühstücken. Oh. Caterer, nee. Das wäre cool, wenn wir so einen Koch einstellen könnten. Aber eigentlich muss Clara ja Frühstück kochen. Da würde ich sagen, aber es gibt noch kein Frühstück, dann warten wir noch ein bisschen. Und ja, mit dem Gärtner, also sagt mir da bitte Bescheid in den Kommentaren, was ihr. Oh, die hat sie gar nicht gefüttert. Tolle Arbeit geleistet. Super, danke, Clara. Ganz toll. Oh. Also, sie muss da doch eigentlich durchkommen. Ja, toll. Jetzt haben die auch schon, die haben schon wieder Hunger. Scheiße. Oh. Okay, die hat sich schon was genommen. Dann haben wir scheinbar doch Reste. Das ist interessant. Haben wir die mitgenommen? Obwohl wir den Kühlschrank nicht eingepackt haben, nimmt man dann trotzdem seine Essensreste mit? Das wusste ich noch nicht. Und sie benutzt tatsächlich auch hier den Esstisch. Das finde ich auch sehr schön. Wunderbar. Oh, und heute ist Sonntag. Okay. Cool. So, das ist unser Esszimmer. So. Und es wird direkt eingeweiht von Mary Grace. Das wäre praktisch, wenn hier noch so eine Tür wäre, ne? Muss man immer rausgehen, aber gut. Ja, mit dem Gärtner, wie gesagt. Also optisch würde das dann sicherlich eher nicht passen. Leider, weil ich glaube, man kann sein Outfit nicht verändern. Aber man könnte so symbolisch halt einen Knecht einstellen, der dann herkommt und meine Kühe und meine Pflanzen versorgt, weil Clara alleine als Frau das ja schon machen kann, aber ja, man eigentlich ja auch sowieso einen Knecht gehabt hätte damals. So, dann kümmern wir uns nochmal um alle, dass alle was zu essen bekommen. Und es ist immer noch super früh morgens. Ich glaube, ich spule nochmal ein bisschen. So. Ich wette, das Essen ist direkt leer, wenn ich. So. Vielleicht kann ich sie dann gleich auch noch mal ins Bett schicken. Und. Okay, ich glaube, das ist dann jetzt leer. Schade. Vielleicht kann sie jetzt auch wieder ins Bett, oder? Wie lange hält denn das? Ja, komm. Dann kann sie noch mal richtig schlafen.
So, und dann das räumen wir ausnahmsweise mal weg. Das wäre eigentlich ja auch Ihre Aufgabe. Ich tue das am besten in den Mülleimer. Der geht nämlich nicht kaputt. Weil wenn man das ins Waschbecken stellt, dann geht es irgendwann kaputt. Oh, da ist schon Clarence wach. Der hat auch einen Bärenhunger. Und was muss denn Clarence tun? Ah! Ein Spielturm haben wir einen in der Nähe? Ich glaube nicht, weil wir haben nichts in der Nähe. Und ich finde diese Lage mega gut. Weil die Straße hier, guckt euch das mal an, ich glaube nicht, dass hier Autos vorbeifahren werden. Und das passt dann viel, viel besser als das letzte Mal. Wir sind hier einfach mitten im Nichts. Da ist noch so ein anderer Hof. Hier, keine Ahnung. Da so eine kleine Brücke, noch so ein Hof. Und ansonsten sieht man hier wirklich gar nichts. Da ist das Dorf. Oder so eine kleine Sammlung an Häusern. Was soll das hier sein? Ja gut, da hinten. Okay, es fahren doch vielleicht Autos. Aber, ey, ich finde das mega, mega cool hier. Das ist richtig gut. Ich finde die Nachbarschaftsansicht noch sehr ungewohnt. Ich denke immer so, huch, nein, ich muss doch in die Wüste. Aber nein, wir sind hier genau richtig. Aber trotzdem, so, Clarence, schmeckt's? Einen Spielturm haben wir allerdings jetzt trotzdem nicht. Dann müssten wir mit ihm mal einen Ausflug machen. Und es wird Zeit, dass er Teenager wird. Genau. Aber ja, finde ich richtig cool hier. Da sind sogar, glaube ich, Obstbäume. Zitronen, Kirschen. Ja, perfekt. Dann, Zitrone haben wir schon. Aber eine Kirsche können wir uns hier dann sammeln. Cool. Hier. Ach, das sind Schmetterlinge. Hier so noch Vögelchen. Hab ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ach, guckt mal, was wir da haben. Mitten, irgendwo mitten drin. Da hätten wir unseren ja gar nicht gebraucht. Aber dann haben wir quasi drei Toiletten. Das ist doch perfekt. Was können wir denn noch erkunden hier? Ach, wie schön, so ein kleiner Nachbars. Sammelplatz. Hier ist noch ein Klo. So ein kleiner See. Oder Teich. Ach, und da angelt auch schon jemand. Wer bist du denn? Das ist ja cool. Also, das ist schon nicht schlecht. So ein kleiner Wasserfall. Wow. Also, das habe ich, glaube ich, auch schon in dem. Man kann ja auch unglaublich weit gehen. Also, das ist nicht zu fassen. Was ist das denn? Sowas. Noch ein Wasserfall und so ein altes. Ach, eine alte Mühle. Geil. Ja, also, das ist schon ziemlich cool. Ich finde das erstaunlich, wie weit man hier hin und her zoomen kann. Das habe ich auch, glaube ich, schon bei. Wie heißen die noch gleich? Bei Jamie und Kara gesagt mal. Ach, guck mal an. Clarence spielt von alleine ein bisschen Schach. Das ist doch auch sehr lobenswert. Nicht schlecht. So, und Louis erholt sich hoffentlich dann nochmal. Wenn wir ihn denn rechtzeitig aufs Klo bekommen. Bitte, bitte. So. Das ist jetzt, denke ich mal, erstmal unser Hauptziel. Ich fürchte, er schafft es eher nicht. So, haben wir noch was zu essen oder? Ja, guck mal, du kannst dir noch was nehmen. Also ich denke mal, mein Hauptziel wird jetzt erstmal sein, dass wir Louis wieder ein bisschen auf Vordermann bekommen, dass er nicht so ganz traurig davon geht. Ja. Super. Aber hier können wir das dann ja wieder beseitigen. Toll. Danach braucht er ein bisschen Spaß und muss kommunizieren mit Leuten. Vielleicht könnte er dann mal mit dem Kleinen ein bisschen zusammen Schach spielen. Das wäre doch auch eine Idee. Wenn der Kleine das auch gut findet. Dann, die verstehen sich auch gar nicht so gut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Damit die beiden sich ein bisschen besser kennenlernen und. Ja. So, was mit euch zwei? Hast du schon gegessen? Du hast schon gegessen? Du aber nicht. Du kannst dann das hier aufessen. So, wunderbar. Ja, es ist nicht zu fassen, dass Louis echt schon fast so weit ist. Und Ruthie findet noch mal. Oh, Ruthie muss auch mal baden gehen. Und haben wir nicht noch ein Fossil oder so?
Nee. Ah. Aber zwei Hausaufgaben. The Royal Blush. Wir können die ins Bücherregal, das ist ja cool. Hier können wir eine verkaufen. Und dann die andere eigentlich in unsere Truhe tun. Die steht ja jetzt oben. So, Clara kümmert sich mal ausnahmsweise. Sehr gut. Und kann dann aber auch das Klo benutzen, weil das macht den beiden ja nichts. Ja, und dann ist es morgens und Louis hat die Nacht gut überstanden. Ich bin sehr erleichtert, aber trotzdem bleibt ja das Übel nicht aus. Ich bin gespannt, wie lange er es noch aushält. Ich hoffe noch eine ganze Weile. So, Mary Grace. Ach so, ich habe euch Regeln, die neuen Regeln noch gar nicht vorgestellt. Das machen wir nächstes Mal, weil die sind jetzt auch noch gar nicht so stark von Bedeutung. Die werden erst wichtig, sobald Clarence dann auch erwachsen ist. Aber ja, das sage ich euch dann beim nächsten Mal. So, das war's dann auch eigentlich schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen in unserem neuen Zuhause. Mir hat es ganz gut gefallen bisher und ich bin gespannt, was wir hier noch alles so erledigen können, erleben können. Ich finde auf jeden Fall die Voraussetzungen alle sehr gut. Wer ist denn das? Zwei Landstreicher? Der ist barfuß. Samuel Jones? Dann müssten wir vielleicht mal hier unsere Haustür festlegen. Aber das ist sehr nett, dass er uns in der Nachbarschaft begrüßen möchte. Ah, die beiden spielen hier oben, das ist doch schön. Guck mal, da lernen wir doch direkt hier die neuen Nachbarn kennen. Ja, bitten wir die mal herein. Vielleicht wäre es besser für Ruthie, die kennenzulernen. Stehen die alle vor meiner Stalltür? Ich fasse es nicht. So, die könnten wir doch alle mal begrüßen. Der Kerl ist barfuß. Okay, dann müsste ich dem nochmal. Doch nicht in den Stall. Das ist nicht die Haustür. Okay, den. Oh, die hatten wohl beide Custom Content Schuhe. Da muss ich den nochmal beenden. Beenden? Verändern. Gut, aber das war's jetzt für heute. Ich mache jetzt hier Schluss. Und dann werden wir beim nächsten Mal die neuen Nachbarn kennenlernen, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sehr schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die neue Jahreszeit, will ich immer sagen, auf das neue Jahrzehnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!